Nach dem Unentschieden bei Eintracht Frankfurt stehen bei Borussia Dortmund die Vorbereitungen auf das Pokalspiel gegen Werder Bremen auf dem Programm. Die Männer von der Weser kommen am Dienstagabend 20:45 Uhr im Live-Ticker in den Signal Iduna Park. Erlebe die Highlights des BVB in der Bundesliga auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Am Montagvormittag ist jedoch Shinji Kagawa Thema Nummer 1 im Revier, da die Leihgabe der Borussen beim neuen Arbeitgeber Besiktas einen Einstand wie aus dem Lehrbuch feiern konnte. Der Japaner traf nach seiner Einwechslung zweimal. André Schürrle steht momentan beim FC Fulham auf Leihbasis unter Vertrag, könnte dem Vernehmen nach aber eine spezielle Klausel für eine Rückkehr nach Dortmund nutzen. Des Weiteren schwingt auch die Analyse des Frankfurt-Spiels noch im Hintergrund mit. Trainer Lucien Favre zeigte sich ganz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, während die Fans schon Meisterschaftsparolen anstimmten. Die BVB-Stars fanden das doch schon etwas zu weit gegriffen. Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund am Montag. Alle News zum BVB am ersten Tag der neuen Woche gibt es hier bei Goal. Der BVB in der vergangenen Kalenderwoche. Hier bekommt ihr alle Infos in den Newsartikeln der letzten Tage. BVB, Schürrle bereut Fulham-Wechsel nicht. André Schürrle bereut seinen Wechsel zum FC Fulham trotz der sportlichen Talfahrt in der Premier League nicht. Ich würde die Entscheidung, hierher zu gehen, dennoch wieder so treffen, sagte die BVB-Leihgabe im Kicker-Interview. Fulham ist aktuell Vorletzter in der Premier League und liegt 7 Punkte hinter Platz 17, der einen Verbleib im englischen Oberhaus bedeuten würde. Blitz-Doppelpack. BVB-Leihgabe Shinji Kagawa feiert Traumdebüt für Besiktas. Shinji Kagawa hat bei seinem neuen Verein Besiktas Istanbul ein Bilderbuchdebüt gefeiert. Die Leihgabe von Borussia Dortmund erzielte beim 6:2-Sieg bei Antalyaspor einen spektakulären Doppelpack binnen 2 Minuten. BVB-Rückkehr im Sommer möglich. André Schürrle spricht über seine Zukunft. Der von Borussia Dortmund an den FC Fulham verliehene Ex-Nationalspieler André Schürrle könnte aufgrund einer im Leihvertrag verankerten Klausel schon nach der laufenden Saison zu den Schwarz-Gelben zurückkehren. Bundesliga, Highlights, Eintracht Frankfurt, BVB, 1:1, BVB, ratlos und im Gefühlswirrwarr, jubeln oder hadern. Schon wieder nicht verloren, den Vorsprung zudem ausgebaut, die Dortmunder Profis hätten mit großer Zufriedenheit in die Heimat reisen können. Nach Remis in Frankfurt, das sagt Lucien Favre. Trainer Lucien Favre hat sich zum 1:1 seines BVB bei Eintracht Frankfurt geäußert und dabei angemerkt, dass er den Spielstand des FC Bayern in Leverkusen nur einmal ganz kurz verfolgt hatte. Auf der Pressekonferenz nach dem Match in der Commerzbank Arena sagte Favre, das war ein sehr interessantes Spiel. Wir wollten unbedingt gewinnen, müssen das aber akzeptieren. Wir haben einen Großteil der Partie kontrolliert, aber insgesamt nicht genug. Manchmal haben wir einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dass die Bayern zeitgleich in Leverkusen beim 1:3 baden gingen, interessierte den BVB laut Favre nicht. Wir haben uns überhaupt nicht auf das Ergebnis von Leverkusen gegen Bayern konzentriert. Als das 1:1 fiel, habe ich mich nur einmal kurz für 10 Sekunden auf Bayern konzentriert, verriet der Ex-Gladbach-Trainer. BVB-Fans stimmen Meisterschaftslieder an. Royce und Birki dämpfen die Euphorie nach dem Punktgewinn in Frankfurt und der zeitgleichen Niederlage des FC Bayern stimmten rund 10.000 Fans der Borussen Meisterschaftslieder an, weil der BVB bereits 7 Zähler Vorsprung hat. Die Spieler des Tabellenführers wollen jedoch davon noch nichts wissen. Torhüter Roman Birki sagte dazu, die Enttäuschung überwiegt. Bayerns Niederlage ist ein schwacher Trost. Ein Top-Wochenende wäre es gewesen, wenn wir auch gewonnen hätten.
Auch Kapitän Marco Reus hielt sich bei Sky ob der Meisterschaftsparolen der Fans eher zurück. Wenn wir bis zum Ende weiter oben stehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als es anzunehmen. Aber wir sagen auch nicht, wir müssen es unbedingt. Bundesliga, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trennen sich 1:1 unentschieden. Tabellenführer Borussia Dortmund hat seinen Vorsprung trotz des obligatorischen Schwächeanfalls bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt ausgebaut. Der BVB verpasste durch das 1:1, wie in den vergangenen 4 Jahren zwar einen eigenen Erfolg in Hessen, liegt jedoch aufgrund des Patzers von Verfolger Bayern München 1:3 bei Bayer Leverkusen nun 7 Punkte vor dem Rivalen. BVB, Zorc erklärt Nichtberücksichtigung von Ex-Kapitän Schmelzer. Manager Michael Zorc von Borussia Dortmund hat die Entscheidung von Trainer Lucien Favre, Ex-Kapitän Marcel Schmelzer, nicht für das Auswärtsspiel von Schwarz-Gelb bei Eintracht Frankfurt zu nominieren, verteidigt. Das ist eine sportliche Entscheidung. Wir haben ja schon auch eine Dichte im Kader. Das wird immer mal wieder passieren, sagte Zorc vor dem Anpfiff der Partie bei Sky. Bei Testspiel gegen Hoffenheim, BVB-Juwelius Ufamukoko schnürt Fünferpack. Sturm Juwelius Ufamukoko von Borussia Dortmund hat erneut für Furore gesorgt. Beim 5:3 Erfolg der U17 des BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim erzielte der 14-Jährige alle 5 Treffer für seine Mannschaft. Auch in der U17-Bundesliga zeigte sich das Top-Talent der Schwarz-Gelben in der laufenden Saison in Torlaune. In 15 Spielen steuerte Mukoko beeindruckende 28 Tore bei. Auch Barca bestätigt Alcacer-Wechsel zum BVB offiziell. Der Transfer des spanischen Nationalspielers Paco Alcacer vom FC Barcelona zu Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist seit Freitag nun auch ganz formell in trockenen Tüchern. Der spanische Meister bestätigte einen Tag nach dem Ende der Wintertransferfrist in Europa, dass Alcacer für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro fest zu den Westfalen wechselt. Punkt. Der Betrag könnte durch Bonuszahlungen noch um 5 Millionen Euro aufgestockt werden, zudem sind die Katalanen mit 5% an einem Weiterverkauf beteiligt.